Hey Leute, Retro Joe ist wieder am Start und ich habe heute mal Bock auf GBA, Game Boy Advanced. Und wir spielen heute mal zusammen Buffy im Bann der Dämonen. Eine Serie, die ich als Kind und Jugendlicher eigentlich ziemlich cool fand. War eine der ersten Serien, die eine starke weibliche Hauptrolle geboten haben. Und seien wir mal ehrlich, so hässlich ist Sarah Michelle Gellar damals nicht gewesen. Ne? Aber darum geht's nicht. Später auch das Spin-off mit Angel, also David Boreanaz, den man heute wahrscheinlich eher aus Bones kennt, fand ich ziemlich cool. Wobei mein Favorite eigentlich immer Spike war. Buffy, ich kann immer noch nicht glauben, dass ich eine 4 im Fach Frauenstudien bekommen habe. Ich bin doch eine Frau und ich studiere. Zumindest, wenn ich keine Dämonen jage. Da ist Willow, die kennen wir alle aus How I Met Your Mother. Ich drücke das hier mal weiter, das interessiert jetzt gerade keinen. Der gute Giles ist natürlich auch mit am Start. So, wir können treten. Wir können, was ist das? Oh Gott, springen ist auf dem R-Button. Sowas hasse ich ja. Aber gut, so ist das beim GBA. Was will man machen? Der hat halt nur 2 Front-Buttons. Und ich glaube, das handelt sich hier um einen waschechten Side-Scrolling-Action-Plattformer. Weiß nicht genau. Okay, jetzt ist das hier Schlagen. Eben war das noch was anderes. Das ist Blocken. Okay. Besonders viele Variationen gibt es hier jetzt nicht. Wie kann ich denn den Vampir hier den Gar ausmachen? Gar nicht. Ich habe keinen Holzpflock, ne? Halte das Steuerkreuz nach rechts oder links gedrückt und tippe 2-mal auf die R-Taste, um über die Kisten zu springen. Ah, okay. Doppelsprung kann sie auch. Und wieder ein Vampir. Komm her, komm her, komm her. Ja, irgendwie. Ja, wir können auch rennen. Besonders vielfältig sind die Angriffsvariationen jetzt hier nicht. Ihr seht auch, die Treffergenauigkeit lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ich habe nie gesagt, dass Buffy ein gutes Spiel ist. Ich habe nur gesagt, ich mochte die Serie. Stell dich vor einen Schalter und aktiviere ihn, indem du den A-Knopf drückst und nummeriere die Schalter in der richtigen Reihenfolge. Nimm Anlauf und führe einen Doppelsprung zum Seil aus, um ihn zu erwischen. Was? Fast den falschen Knopf gedrückt. Und da sind wir auch schon das erste Mal tot. Ja, komm her. Ich kann nicht mal einfach über die drüber laufen. Das finde ich auch ein bisschen doof irgendwie. Ja, Tutorial. Ob die Musik jetzt aus der Serie ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Ich habe die Serie auch schon seit ewig und 3 Tagen nicht gesehen. Aber die finde ich gar nicht schlecht, die Musik. Ja, ich weiß. Schalter drücken. Wie soll ich denn jetzt an die Schalter hier kommen? Ihr seid ja lustig. Stell dich hinter die Metallstangen und drücke die R-Taste nach oben zu springen und hier in den Fels. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Aber das hilft mir ja nicht großartig weiter. Oh, jetzt habe ich die Kiste kaputt getreten. Ich kann die Kiste schieben. Guck mal einer an. Ne, das war garantiert jetzt die falsche Reihenfolge. Da stand ja eben, ich muss sie in der richtigen Reihenfolge drücken. Bin aber auch zu blöd zum Zählen, Leute. Geh weg. Oh, Leute, echt jetzt? Was
Scheiße, jo, und da falle ich natürlich runter, weil ich nicht über das Feuer hinauskomme. Also, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ist das jetzt hier ein Pflock oder was? Was stand da? Wie nehme ich den auf? Ah, guck mal an. Jetzt haben wir doch was. Hätte ich ja auch früher mal rausfinden können. Also natürlich gibt es Pflöcke, um Vampire zu pfählen. Ah, okay, so läuft's. Erstmal umkicken. Komm her, du Lutscher. Und dann abmurksen. Genau so sieht's aus. Okay, das brauchen wir nicht. Ja, ich weiß. So, das hat Feuer aus. Treten den Typen mal hier um. So. Jetzt machen wir erst den richtigen Schalter. Und dann den anderen richtigen Schalter. Und dann geht auch das Feuer aus. Guck mal an. Ja, ich hab's doch schon. Gute Buffy ist also auch ein kleines bisschen beweglich. Die Grafik ist jetzt nichts Besonderes. Allerdings, wenn ich mir vorstelle, ich spiele das Ganze jetzt hier auf einem wirklich kleinen Handheld mit einem recht guten Display, dann sieht das wahrscheinlich noch ganz okay aus. Warten wir, bis das Feuer weg ist. Oder auch nicht. Nee, Leute, also nochmal von vorne machen wir das jetzt nicht. Das war's mit Buffy im Bann der Dämonen für den Game Boy Advance. Ja, ich glaube, es gibt auch noch ein Xbox-Spiel von Buffy. Ich glaube, das ist ein bisschen besser als das hier. Aber hey, Buffy auf dem Game Boy. Was will man machen? Bis zum nächsten Mal. Retro Joe out.